Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Ja, wir befinden uns im Hauptmenü von ATEC Cybernetic. Sieht echt cool aus, da basteln irgendwelche Doktoren irgendwo rum. Wenn wir uns das genauer angucken. Also sieht man nicht, was das ist, ob das doch scheint ein Mensch zu sein. Ist auf jeden Fall nur das Hauptmenü. Kleine Erklärung, wir haben hier linken Touch-Controller Locomotion. Rechts am Stick haben wir Teleport. Ist echt cool. Auf den Buttons haben wir noch Snap Turn. Also von der Steuerung her echt cool. Ich habe eben mal ganz kurz 2 Minuten hier reingeguckt, um die Steuerung ein bisschen zu kennenzulernen. Und ja, läuft ganz gut. Und ich würde sagen, fangen wir mit der Story an. Auch wenn da Continuen steht, das wird gleich komplett von neu anfangen. Und ja, viel Spaß, Leute. Yes, you, whoever the hell you Alter, are. Ist er laut. Oh gosh, finally. Who are you and how did you get in my head? Yes, I'm talking to you. I'm talking to you, Tupac. You can't just ignore me. You took my body. Don't believe me? Raise your hands. These are my hands, actually. You have basic motor skills and the ability to follow orders. Congratulations. Okay. I guess we're stuck together. That's a shame. But, well, I might be able to use you. Bewegung sieht schon cool aus. What's that noise when I say your name? Ja, du kannst Tupac VR nicht sagen, deshalb. We should get out of here. Yes, you have to open the drawer. Well, we have to open the drawer. Take that card. Store it or just use it at the panel. Now open the door. Ja, ich guck mich aber erst nochmal hier oben. Ich habe eben schon mal geguckt, dass was ihr hier seht, kann ich nicht ausschalten. Habe ich keine Funktion für gefunden. Ja, von der Story her scheint so zu sein, dass wir ja im Körper von einem anderen stecken, ihn aber steuern und der nur in unserem Kopf ist. Und ja, lass mal abwarten, was so noch kommt. Wow, quite a mess. What the hell are you? We need to store this to access the entry data. Okay, hier liegen überall Tote. Alter, sieht schon krass aus. Wow. Ja, der hat den... Die Musik lässt nichts Gutes vermuten. Kann man hier irgendwo? Ja. Ah, Munition, cool. Also muss hier echt quasi looten. Hat er eine Waffe? Habe ich jetzt? Okay. Kann ich damit irgendwelche Sachen ranziehen vielleicht? Kann natürlich sein. Wo bin ich? Mal kurz gucken. Okay. Okay, da kann ich nichts machen. Da hinten ist ein Zeichen Explore. Ja, dann werden wir das auch mal tun. Kann man nichts machen. Hier kann man noch rein. Have a look around. We have to find. Now we're talking. Wow. Ja, jetzt braucht man nicht mehr so eine Angst zu haben, wenn irgendwas passiert. Oder? Also, wir sind ja lauter Leichen. Alles gut. Munition ist immer gut. Wir haben eine zweite Waffe. Okay, ist auch gut. Let's do some exploring. Ja, ich explore ja. Das ist natürlich cool, dass wir hier so einen Strahl haben, wo wir die Sachen einsammeln können. Nothing. Checkpoint. Okay. Okay. Der sieht ja komisch aus. Ja, den haben wir mal kaputt gemacht. Würde ich sagen. Den kann man nichts machen. Gucken, was wir hier haben. Munition, wer weiß, wie viel wir da nachher brauchen. Wir haben ja schon 2 Waffen.
Aber wir haben ja jetzt hier noch das Rohr, das ist ja auch nicht schlecht. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier waren wir auch. Geht das auch? Oh, shit. Artificial Zombie. Okay. Rohr ist schon mal gut. Besser? Okay, die laufen relativ weit noch weiter. Boah, macht ja richtig Spaß. Also, wir brauchen immer einen Kopfschuss und einen Beinschuss. Nachladen ist auch cool. Boah, die Sounds sind mal. Tanz für uns. HP voll, wir können es aber auch nicht speichern, das ist schade. So, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um. Muni brauchen wir, Muni. Investigate. Okay, da können wir nichts machen. Ja, wir gucken erstmal hier, was wir hier alles noch haben. Yes, this is our way out. Just have to find the thing. Okay, hier können wir wahrscheinlich uns aufladen. Wir packen uns erstmal alles, was wir hier finden können. Identification required. Okay. Why would anything be simple? Let's check out B1 Wing. There we might find an ID card. Okay, wir brauchen eine ID-Card. Okay, Ammo ist voll. Schon mal nicht schlecht. Identification required. Kann man nichts machen? Ja, dann müssen wir dahin, wo Search steht, ne? Ich drehe mich mal kurz um. Also bisher finde ich das Spiel echt gut. Macht Spaß. Wäre cool, wenn man das hier ausschalten könnte. Ich weiß aber nicht, ob ich es nur nicht gefunden habe. Okay, hier haben wir jetzt eine Taschenlampe. Natürlich auch nicht schlecht. Wow. Tanzt. Bewegt sich noch einer? Ah, man kann die. Man kann die so drehen. Ist auch nicht schlecht. Habe ich denn da einen Halt dafür? Wäre cool, wenn man die an die Schulter machen könnte oder als Kopflampe. Ich habe hier, sehe hier noch irgendwas, aber ich weiß aber nicht, für was das sein soll. Okay, gucken wir mal weiter. Wir brauchen eine ID-Card. HP ist noch immer voll, wir haben uns ja nicht verletzt. Ja, ihr habt echt die Arschkarte gezogen, Leute. Ah, wir searchen mal hier. Okay, hier können wir erstmal gar nichts searchen. Dann gehen wir einen nach dem anderen ab. Da müssen wir zwar hin, aber. Wow! Alter, hab ich nicht trocken. Oh. Also, ich muss unbedingt dran denken,
Wenn ich die Tür aufmache, kommen die raus. So. Sehen wir uns mal für die nächste. Alter. Okay, da hat alles gebrannt. Können wir da rein? Können wir rein, wäre aber nicht gut, ne? Okay. Hier ist erstmal die Gefahr vorbei. Okay, alles voll. Okay, jetzt haben wir Zugriff. Schuss haben wir. So, okay. How did you get in my head, hm? Now let's play a game. You think of something as an answer and I'll try to concentrate to hear it. If you agree, do a backflip. There's a nix. Fine. I think I heard you think, yes, mister. Ich höre Stimmen in meinem Kopf. Good job. Might be useful after all. Now, can you pull these levers? Hab ich. At least it opened B3. B4 might be stuck from the other side. Let's have a look around in there. Needs another ID. Identification required. Okay, wir müssen weitersuchen. Jetzt ist da irgendwas auf. HP ist noch immer voll. Okay, ja. What? Jetzt weiter. What did you just think? You're a roller? Fuck! Hey, don't call me dead just because you can't think strong. That at least makes sense. Very professional, you know, for the time. Come. Knie. Kopf. Knie. Oh, well, you're welcome to stay for a little while longer. I'm a genius, not a grunt. Okay, hier lag aber noch genug Munition, die werden wir uns erstmal holen. Beeping really gets on my nerves, our nerves, whatever. Bevor jetzt da gleich nochmal so eine Armee kommt. Ich bin gespannt, was man noch für Waffen bekommt. Ich meine, die sind zwar nicht schlecht, die Pistolen, aber... Okay. Ja, wir sind voll. Muni, Muni, Muni liegt ja auf jeden Fall genug rum. Alter, woher kam das Vieh denn jetzt? Puh. Die haben gut eingesteckt hier. Wo ist meine zweite Pistole? Hat den nicht im Halfter reingemacht. Puh, so, weiter geht's. Kommen irgendwelche komische Geräusche?
Ich komme von dem Raum, das ist nicht gut. Okay. Das Clear hier. Alter! Wer macht denn sowas? Wer tut denn sowas in die Schublade? Raus da! Okay. Dann wollen wir mal exploren. Checkpoint. Okay, das ist schon komisch. Was war das verdammt nochmal? Ein bisschen Gänsehaut jetzt. Okay. Blöd, dass der half, dass ich immer mitdreht. Das ist ein bisschen blöd. Ansonsten eigentlich ganz cool gemacht. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen sammeln. Ich muss mich nochmal drehen, zeigen, wird mir angezeigt. Ist auch ganz cool, dass sie das anzeigen. Okay, ist voll. Hey, you went right past the thing we came in here for. It was in the room on the left. I've seen it. Sind die Waffen unterschiedlich oder warum finde ich jetzt hier so viele Waffen? Ich weiß es nicht. Kann ich die hier noch packen? Nee. Wir schauen uns jetzt erstmal hier, was hier abgeht an. Yep, this should do it. It's Dr. Clark's. He had access to everything. Money haben wir wieder. Komm. Pistol Ammo full, okay. Ja. Kommen wir da rein? Identification required. Ja, ja, ist ja gut. Corner. Okay, hier ist nichts Besonderes, glaube ich zumindest. Gucken wir uns mal hier die Schubladen an. Aber wenn, dann ist da sowieso nur Muni drin oder Heilung, ne? Und wir haben ja alles. Was für ein kranker Scheiß. Lass mal,
kann man nichts machen. Okay, puh, Leute. Yep, it's stuck. Pull out that crowbar and let's get free, man. Crowbar? Ich habe keine Crowbar gesehen. So you can do your thing. Go, Grunt. Smash. Boah, das Bullet Time. Wie geil ist das denn? Okay. Hey, you don't. If I call you Grunt, do you? You're really good at killing these things. Beeping when I say your name is killing me. Also, you don't really have a say in the matter. So, Grunt it is. Activate. Good job, Grunt. Bringing it to me. Whoa! This is the best thing you could have done to make my day even better. Okay, jetzt haben wir. Okay, da müssen wir auf jeden Fall mal kurz zur Dings kommen. Ich dachte, hinter uns wäre noch was. Köpfe wegschießen ist erstmal gut, oder? Wir haben nicht mehr viel Schuss. Okay. Heißt, wir müssen jetzt hier sammeln. Oh, wir haben jetzt 2 Granaten. Viele Schuss haben wir nicht. Granaten. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Checkpoint und dann würde ich die Folge auch erstmal hier beenden. Aber bisher echt geiles Game, muss ich sagen. Open Gate ist immer gut. Find a way. Open Gate. Hier waren wir ja eben, ne? Bringt uns das was? Nö, nicht wirklich. Find a way, höchstens. Armory? Aber kann man nicht rein? Ja, hier waren wir eben noch nicht. Hört sich riesig an. I've never used these things. Put my hands on the console to enter. Okay, Checkpoint. Put my hands on the console. Wir wollen aber noch ein bisschen sammeln. So. Wow. Was jetzt? So, to open the door, we have to connect the nodes to override lockdown protocols. Okay.
Daran kann ich die anschließen. Ich weiß nicht, wo ich die Dinger hinpacken soll. Was soll ich denn damit machen? Ach so, da sind die Teile. Das Gelb. Auch Gelb. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, ich würde sagen, dann beenden wir hier auch erstmal die Folge. Das war Atrex Cybernetic oder Cybernetic. Ja, was kann ich sagen? Echt geiles Game, finde ich. Die Steuerung funktioniert mega geil. Das Schießen funktioniert gut. Dann auch noch eben dieser Slow-Mo-Effekt, der dabei war, echt genial. Also ich kann das Spiel nur weiterempfehlen, auch wenn ich eben mal ein bisschen Gänsehaut hatte in dieser komischen dunklen Szene. Aber ist bei mir irgendwie normal. Ansonsten mega geil, ich werde es auf jeden Fall nochmal weiter zocken und ja, wenn euch das Video gefallen hat, jetzt ein Like raus und ein Abo wäre echt geil. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Game oder beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.